Herzlich willkommen am Bayer Standort Berlin. Hier im Herzen der Hauptstadt produzieren wir Arzneimittel, die wir dann in die ganze Welt senden. Doch wie sieht so eine Produktion aus? Was sind die einzelnen Schritte? Genau das möchte ich Ihnen heute zeigen. Hier geht alles los. Alle Rohstoffe und Verpackungsmaterialien werden hier angeliefert. Wichtig dabei, die Logistik. Denn nur so kann ein reibungsloser Ablauf in der Produktion gewährleistet werden. Das Hochregallager, unsere logistische Drehscheibe. Alles, was wir für die Produktion und Verpackung brauchen, wird hier gelagert, bis es dann verarbeitet wird. Qualitätsprüfungen haben den höchsten Stellenwert. Alle Rohstoffe und Packmaterialien werden vor der Verarbeitung kontrolliert. Das ist das Qualitätskontrolllabor. Wir produzieren streng nach den Richtlinien der guten Herstellungspraxis, The Good Manufacturing Practices, kurz GMP. Denn schon die kleinste Abweichung in der Qualität hat spätere Auswirkungen auf die Gesundheit des Patienten. Hinter dieser Schleuse geht es in eine höhere Reinraumklasse. Da werden unsere flüssigen Arzneimittel angesetzt. Das heißt für uns kein Zutritt. Die flüssigen Arzneimittel werden in Behältnisse abgefüllt, die hier bereitgestellt werden. Die Vials gehen erst in ein schonendes Ultraschallbad, wo sie gereinigt werden. Dann werden sie gewaschen und getrocknet und das Ganze machen wir zur Sicherheit zweimal. Zum Schluss wird es nochmal richtig heiß. Im Heißlufttunnel herrschen Temperaturen bis zu 330 Grad. Warum? Damit die Vials danach komplett steril sind. Die Abfüllung der flüssigen Arzneimittel erfolgt in drei Abschnitten. Die Abfüllung, die Sterilisation und die optische Kontrolle. Hier werden die Flaschen befüllt und im Prozess immer wieder sorgfältig überprüft. Jede abgefüllte Flasche erhält eine Aluminiumkappe mit einer produktspezifischen Farbe. So kann das Produkt zu jedem Zeitpunkt hundertprozentig identifiziert werden. Abschließend werden alle Behältnisse mit 121 Grad heißem Wasser berieselt und somit sterilisiert. Das ist die optische Kontrolle. Diese Kamera hier überprüft die Aluminiumfarbkappe und die Füllmenge. Hier werden Partikel, die sich unter Umständen noch am Stopfen befinden, in die Flüssigkeit gespült und durch die Lichtblitze des Doppelkontrollautomaten sichtbar gemacht. Nun bekommt jedes Behältnis ein Etikett. Auf diesem stehen wichtige Informationen wie der Produktname, Haltbarkeitsdatum und Chargennummer. Eine Kamera kontrolliert sofort, ob alles richtig gedruckt wurde. Die Verpackung der festen Arzneimittel ist bei uns räumlich in Primär- und Sekundärbereich getrennt. Hinter mir sehen wir den Primärbereich, in dem die festen Arzneimittel, also die Antibabypillen, in sogenannte Blister verpackt werden. Das geschieht natürlich auch nach den GMP-Regeln. Im Sekundärbereich werden die Fallpackungen bestückt und die Produkte endverpackt. Da wir für die ganze Welt produzieren, müssen wir sicherstellen, dass die länderspezifischen Anforderungen erfüllt werden. Unser Produkt wird nun zusammen mit der Packungsbeilage vollautomatisch verpackt und ein letztes Mal kontrolliert. Jetzt kann die Reise in die Welt losgehen.